Zur Podiumsdiskussion das Mars-Festival als Beispiel für Aktivitäten in dieser Stadt. Wie können wir Kultur belegen? Ist Kultur überhaupt notwendig für diese Stadt? Ich finde das ganz toll, dass Sie heute hier aktiv sich daran beteiligen wollen. Sie können gerne mit uns fünfen alle gern diskutieren. Ich will Sie vielleicht mal kurz vorstellen. Als Podiumsteilnehmer Christoph Fleischer, Bürgermeister dieser Stadt. Zu seiner Rechten Wolfgang Tönes, Kulturdezernent und Kämmerer. Sehr wichtig, das Geld in dieser Stadt wird von ihm vertreten. Er verkörpert das Geld. Zu meiner Linken haben wir Klaus Arndt. Das ist der Geschäftsführer einer kleinen GmbH in dieser Stadt. Und ganz links außen Tim Isford als aktives Beispiel, wie man hier in Mörs kreativ gestalten könnte, wenn man denn wollte, wenn man denn kann. Sie können gerne mit uns ins Gespräch kommen. Der Bürgermeister der Stadt Mörs gibt seine erste These ab. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Immer wieder begeistert, auf Pressekonferenzen der Kultur GmbH anlässlich des Mörs-Festivals teilzunehmen. Ja, meine erste These ist, dass das wahrscheinlich alles gar nicht stimmt, was wir gerade gehört haben, sondern dass wir jetzt gleich Näheres zum eigentlichen Programm, zu den Details des Mörs-Festivals hören werden. Worauf wir auch schon wirklich sehr gespannt sind. Auch wir wissen auch nicht alles, das gehört auch mit dazu. Und ich glaube auch, dass der künstlerische Leiter heute auch noch nicht alles weiß. Er weiß sicherlich viel. Ich freue mich aber, dass Sie gekommen sind und dass es so, ja, auch in mehreren Pressekonferenzen nötig ist, die Programme oder die Elemente des Programms insgesamt vorzustellen. Ich freue mich darauf und bin auch sehr neugierig. Und dass rechts von mir das Geld sitzt, beachtlich. Strippenzieher. Ihr seid ein Strippenzieher. Ja, willkommen. Schön, dass so viele da sind und dass das Geläut jetzt auch pünktlich aufhört. Wir möchten heute, dass, nachdem wir am 11. April ja das, sagen wir, das große internationale Programm vorgestellt haben, in einem kleinen Elektronikmarkt hier in der Innenstadt, möchten wir heute ganz klassisch und unspektakulär das Programm für Mörs, für die Innenstadt, für die Aktionen im Park, an den Spielorten in der Stadt über die 4 Tage ein bisschen konkreter und vorstellen und eigentlich auch locken und schmackhaft machen. Denn wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, wir haben uns angestrengt, extrem in den letzten Monaten und ein Programm auf die Beine gestellt, was dem Programm vom letzten Jahr, glaube ich, in nichts nachsteht. Aber wir haben es ein bisschen gestrafft und kanalisiert. Wir haben die Kritik aus dem letzten Jahr, Frau Klim, ernst genommen, dass so viel zugleich an verschiedenen Orten passiert und eigentlich, ich habe selbst gemerkt bei den Ansagen, bei dem Versuch, die Ansagen zu machen an allen Spielorten, trotz Fahrrad und durchtrainiertem Körper, habe ich es nicht geschafft, überall pünktlich zu sein. Es war schlichtweg nicht möglich. So, das soll sich dieses Jahr ein bisschen ändern. Vielleicht fange ich einfach mit dem an, was, glaube ich, in den letzten beiden Jahren ja fast ein bisschen untergegangen ist. Wir haben ja 2017 das sogenannte MERS-Ticket erfunden.
Man sieht es dort schon. Das ist quasi die Einladung, die niederschwellige, die niedrigpreisige Einladung, auch am MERS Festival zu partizipieren, wenn man noch nicht so weit ist, ein Tagesticket sich meinen kaufen zu müssen oder sogar ein Festivalticket oder sogar ein VIP-Ticket, was einfach das Doppelte kostet, womit man natürlich das MERS Festival unterstützt und auch seine Verbundenheit symbolisieren könnte. Also für all die, die das nicht wollen, bieten wir seit 2 Jahren das MERS-Ticket an. Und das ist ein Ticket, was eben zu Eintritt berechtigt. Über die 4 Tage, also ein tägliches Ticket, kostet, glaube ich, täglich 15 Euro im Vorverkauf und 7,50 Euro ermäßigt. Da stehen schon die Preise drauf. Im Vorverkauf, genau. Und Abendkasse ist dann 20 Euro, 10 Euro. Damit hat man Zugang, das ist das Kleingedruckte. Es müsste, glaube ich, auch ausgehändigt sein oder in den Unterlagen dabei sein, genau. Man hat damit die Möglichkeit, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag jeweils, ich glaube, es sind 5 bis 8 oder 9 Konzerte pro Abend, besondere Konzerte an besonderen Orten, alles außerhalb der Festivalhalle zu besuchen. Und ja, das würde ich gerne mal so ein bisschen erläutern. Wir haben ja, ein Motto ist ja analog dieses Jahr. Das heißt, wir werden in der Halle mit Analogtechnik arbeiten. Und auch hier bei dieser Präsentation wird das ohne PowerPoint stattfinden. Zu diesem Zwecke stehe ich auf, blätter das jetzt mal so um. Ja, und dann sieht man, dass wir in den 4 Tagen eigentlich ein Programm haben in der Innenstadt, was qualitativ dem Programm in der Halle oder an den diktierten Spielorten eigentlich nichts nachsteht. Es sind also keine Beschwichtigungsangebote à la Stadtfest Kamp-Lindfort, sondern wir machen wirklich das, was im MERS Festival drin ist, auch draußen an den Spielorten, draußen auf der Außenbühne, Festivaldorf, im Park, aber eben auch bei den ticketierten Veranstaltungen in der Innenstadt. So, jetzt fange ich einfach mal am Freitag an. Wir haben geografische Schwerpunkte gesetzt, damit wir alle nicht so müde sind am Montag. Am Freitag drehte sich das MERS Festival, wir haben es mal genannt, MERS Festival at the Church, also eigentlich bewegt es sich zwischen den beiden Kirchen und wir sehen das Café Mondrian, die Stadtkirche, St. Josef Kirche und hier diesen wunderbaren alten neuen Spielort, das neue alte Landratsamt, was wir jeden Abend bespielen, oder 3 Abende bespielen. Ja, wir haben also in der St. Josef Kirche einen Vertreter des Sao Paulo Schwerpunktes, sind ja dieses Jahr, ich glaube, 8 oder 9 Programmpunkte über das ganze Festival verteilt aus Sao Paulo. Thiago Franca ist der führende Saxophonist, kann man sagen, aus Sao Paulo. Der spielt ein Solokonzert in St. Josef. Und nachts um 0.30 Uhr gibt es dann noch die Trondheim Voices. Das sind 7 norwegische Sängerinnen mit einem Elektroniker aus Le Karstadt, der die Signale der 7 Sängerinnen in Echtzeit verarbeitet und zu einem Surround-Konzert zusammenmixt in der St. Josef-Kirche. In der Stadtkirche, in der Evangelischen, spielt, wir haben es nicht ganz bei Saturn, also auf dem Saturn untergekriegt, die Sun Ra kommt ja vom Saturn und die spielen in der Stadtkirche. Also mit dem 95-jährigen Marshall Allen gibt es ein Konzert. Genau, Space Pilot wissen Bescheid. Marshall Allen und das Sun Ra Orchestra spielen gleich hier vorne in der Stadtkirche. Und dann haben wir hier, also ich muss da kurz ausholen, als ich mich in der Oberstufe des Gymnasium Dolfinum versucht habe, gab es den legendären Filmclub Klappe, da war ich auch Mitglied. Und wir mussten immer noch mit dem Mofa nach Wesel fahren, um Filmrollen abzuholen beim Verleih. Und so gab es hier Alexis Sorbas mit Tzatziki und Brot, also Uso. Und doch, Klaus, da warst du noch zu jung. Oder die Marx Brothers wurden hier gezeigt. Und deswegen ist dieser Ort für mich auch eine persönliche Erinnerungsstätte.
Und deswegen haben wir die Reihe, die wir jetzt hier initiieren, Filmclub Klappe genannt. Am Freitag sehen und hören wir hier eine Live-Vertonung des alten Ernst-Lubitsch-Klassikers von 1919, also 100 Jahre, Jubiläum, die Austernprinzessin, also ein groteskes, fast anarchisches, überdrehtes Filmmeisterwerk, live vertont von einem 14-köpfigen Ensemble aus Belgien, der Flat Earth Society. Und Peter Vermersch, der Leiter der Gruppe, hat vor ein paar Jahren die Musik eigens dafür neu komponiert. Das heißt, wir werden also hier 14 Musiker, ein richtiges Orchester haben und dort oben im Pillarbox-Format, ich glaube 4:4 oder so heißt es, diesen Originalfilm sehen. Also das ist ein Leckerbissen, das ist eigentlich ein Geheimtipp. Das sollen die mal in der Festivalhalle alle gar nicht mitkriegen. So, dann gibt es auch jeden Abend ein Konzert im Aktivbad. Das hat sich ja letztes Jahr als sehr chillige und gern angenommene Beruhigungszone erwiesen. Die Leute haben sich also Badekleidung ist angesagt, da muss ich schon drauf pochen. Man darf sich eine Schwimmnudel nehmen und man kann dann eben unter Wasser, es gibt ja Unterwasserlautsprecher im Aktivbad und über Wasser, wo die Musiker live zu hören sind, also durch die Luft zu hören sind, wie normal, kann man quasi einen Pseudo-Stereo-Effekt unter Wasser und über Wasser erleben. Und es gibt jeden Abend ein Konzert im Aktivbad. Ich glaube auch immer zur gleichen Zeit, 0 Uhr, genau zur Geisterstunde. Vula Viel spielen, das ist ein britisches Trio mit einer Marimbaphon-Spielerin, die ein ghanaisches Marimbaphon, das sogenannte Jill, spielt. Und das ist eine tolle Truppe, die vorher auch noch auf dem Dorfplatz zu sehen ist. Genau, soweit erstmal zum Freitag. Es gibt noch mehr Sachen, aber ich kann jetzt, glaube ich, muss nicht alles erklären. Am Samstag ist liegt der geografische Schwerpunkt ums Schloss herum, im Schloss und ums Schloss herum. Das heißt, wir haben sowohl den Schlosshof, den wir letztes Jahr ja mit einem einzigen Sonderkonzert quasi wieder eröffnet haben, mit Peter Rötzmann. 99 Leute werden sich erinnern. Dieses Jahr dürfen, glaube ich, 199 in den Schlosshof. Wissen wir noch nicht, Klaus? Wird sich noch rausstellen. Ich kann ja einfach mal suggestiv hier versuchen. Okay, also es gibt im Schlosshof mehrere Konzerte. Die Leute der ersten Stunde, ich war nicht dabei, da war ich noch zu klein, werden sich erinnern. Damals war es eine Ruine, eine Baustelle, da hat das alles noch nichts ausgemacht 1972. Jetzt ist alles Taco, würde ich sagen, und wir haben drei tolle Konzerte im Schlosshof. Einmal Greg Fox. Greg Fox ist der Schlagzeuger von XI, also die Band um Colin Stetson und Co. herum. Greg Fox spielt alleine, solo, klingt aber nicht so, denn er triggert mit seinem Schlagzeug Elektronik an und hat da ganz, ich weiß nicht, irgendwie Algorithmen. So, und damit entsteht eine Musik, die zwischen Minimal und Chaos-Theorie und aber sehr. Ich finde es sehr farbenfroh. Ja, dann haben wir das Angelika Nische New York Trio. Angelika war die erste Improviserin hier in Mörs 2008, wenn ich mich nicht täusche. Und kehrt jetzt zurück mit ihrem New York Trio, mit Chris Tordini am Bass und Gerald Cleaver am Schlagzeug, also Creme de la Creme. Und gibt ein Trio-Konzert. Sie wird dann auch noch in der Halle zu hören sein mit den Trondheim Voices in einem speziellen Mörs-Labor-Projekt. Aber darum geht es hier heute gar nicht. So, dann haben wir noch eine Band im Schlosshof, und zwar das Yazay-Kollektiv. Das Yazay-Kollektiv ist eine, ich sag mal, Intellipop-Dekonstruktivisten-Truppe aus Tokio. Das ist so ein bisschen eigentlich Popmusik, die aber immer irgendwie am Ende karikiert wird und auch mit einem wahrscheinlich japanisch eigenen Humor zu Ende gebracht wird. Man kann das, glaube ich, mit Worten nicht beschreiben, das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Yazay-Kollektiv spielen auch noch im Festival Dorf, aber im Schlosshof wird es, glaube ich, ein sehr intimes und sehr
ja, eindringliches Konzert geben. Dann haben wir auch im Schloss Theater natürlich Aktionen, Konzerte. Da gibt es zwei Bands aus dem Schwerpunkt Sao Paulo, die neuen Sambas Absurdos. Und jetzt muss ich mal gucken, Motor Miopia, auch eine Band aus Sao Paulo. Genau, dann haben wir eben auch schöne Orte, und da möchte ich mich bei Diana Finkele bedanken, dass wir Tür und Tor im ganzen Schloss quasi geöffnet bekommen und wir alle möglichen denkbaren Orte da bespielen können. Also so wird also im Rokoko-Zimmer die Harfenistin von Ikuidoki spielen, Raphael Rinaudot, ein Solokonzert, also das passt natürlich fantastisch ins Rokoko-Zimmer. Dann haben wir in der Ausgrabung Toshimaru Nakamura, ein dafür sein unvergleichlicher Elektroniker, der eigentlich ohne Instrument arbeitet. Sein Instrument nennt sich No Mixing Import, Input Board. Also er hat nur ein Mischpult und benutzt eigentlich nur die Nebengeräusche des Mischpults, um daraus Musik zu machen. Und das funktioniert super. Das ist auch ein Tipp. Das ist eigentlich alles hier ein Tipp. So. Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter. Rund ums Schloss haben wir die Balta Party. Die Balta Party hat ja in den letzten beiden Jahren, das sind junge, mörsame Jugendliche gewesen, die sind auch jetzt schon alles schon Väter und Opas, 2017 auf Nepix Kullen angefangen und letztes Jahr dann im Freizeitpark ein tolles Event hingelegt mit selbstgemachten Cocktails, alkoholfrei, mit Produkten aus der Region. Also das ist richtig klasse, was die auf die Beine stellen. Und dieses Jahr haben wir es einfach mitten in die Stadt ums Pulverhäuschen drumherum und ständig steht der Klaus daneben und sagt, leiser machen, leiser machen, leiser machen, leiser machen. Und so, im Aktivbad haben wir dann am Samstag Maria Portugal. Maria Portugal war letztes Jahr auch im Freizeitpark mit Quarta B, brasilianisches Quartett aus Sao Paulo. Und die spielt ein Solo-Schlagzeugkonzert im Aktivbad. Und hier haben wir dann am Samstagabend was ganz Tolles. Das finde ich ist für mich auch ein sehr bewegendes Projekt. Sie wissen alle, die letzten Zechen haben gerade im Ruhrgebiet geschlossen. Und Frank Niusmann hat Filmaufnahmen von diesen letzten Schichten unter Tage genommen und auch, wie sagt man, visuell, wie heißt das? VJ-mäßig. Also es ist auf jeden Fall, gibt es eine Bildbearbeitung und es gibt, diese Sachen sind visualisiert und die Musik ist auf die Bilder komponiert. Also wir werden hier einen großen Screen, große Leinwand haben mit diesen letzten Untertagebildern. Und Georg Niesmann hat eine eigene elektronische Vertonung dazu gemacht. Das ist auch ein wirkliches Special. So, und dann gibt es noch ein Konzert in der Röhre oder zwei Konzerte in der Röhre. Scatter the Atoms That Remain, das ist die Truppe, die in der Festivalhalle eröffnet werden spielen. Und nachts dann noch das Knaf Rhythm Orchestra mit einem an Sun Ra angelehnten Programm. Ja, Satzbau, auf den Satzbau aufpassen. Das war der Samstag. Also das wird um das Schloss besonders spannend und lebendig und bunt. So, am Sonntag haben wir es mal genannt, At the Clubs, Merse Festival At the Clubs. Das heißt, wir bleiben auch in der Innenstadt, aber wir bespielen vornehmlich Bollwerk am Bahnhof, die Röhre, auch wieder das alte Landratsamt und das Café Lyzeum. Café Lyzeum wird es wieder zwei, also der alte Südring für die Jungen unter Ihnen. Da werden zwei brasilianische Bands aus Sao Paulo wieder ein Doppelkonzert spielen. Und hier im Landratsamt wird unser Cartoonist, der seit 3 Jahren die Plakate mitgestaltet, Malte Jeblich, mit Koran Erel, einem Elektroniker, ein Live-Drawing zeichnen, Elektronik, interaktives Visual-Spektakel abliefern. Nennt sich Nervous Entanglement, also nervöse Verstrickung. Aber vielleicht wird es auch nachts dann hier einfach ganz entspannt.
und gar nicht so nervös und sehr spannend, was da visuell und audiomäßig passiert. Also ist auch ein Geheimtipp und ich glaube, ist eine tolle Synergie, die zwischen den beiden auch jetzt letztes Jahr schon, ich glaube letztes Jahr war es im, wie heißt unser Kino, unser letztes Kino, Atlantik, Entschuldigung, so, stattgefunden hat. So, und dann gibt es aber noch einen weiteren Schwerpunkt und dieser weitere Schwerpunkt ist eigentlich der Park am Sonntag. Und da muss jetzt mal, möchte ich mal Professor Rüdiger Eichenholz auf die Bühne bitten. Also am Sonntag gibt es im neuen Teil des alten Schlossparks, so heißt es, also kurz vor diesen Zahnarztsiedlungen, zwischen Schlosspark und da, wo man mal durch muss, wenn man zwischen Filderbänden und Musikschule wieder in die Stadt will und auf dem kürzesten Weg, muss man immer durch die Zahnstraßen, das war nicht so gemeint. So, und dann landet man im neuen Teil des alten Schlossparks. Und Rüdiger, willst du kurz erzählen, was du im Gepäck hast? Ja, von da machen. Das kann ich von hier machen. Wie du gerne möchtest. Du kannst. Nee, ich mach von hier. Ja, so groß ist der Raum nicht. Also, wie schon geplant, wollen wir ein bisschen was anbieten. Ich habe das jetzt mal so in vier Bereiche aufgeteilt. Es gibt diese Parkbühne, die zum Glück wieder umsonst sein kann. Man kann also von ausgemacht 15 Uhr bis 22 Uhr Sessions erleben. Wir haben drei feste Formationen und 7 Solomusiker, unter denen auch so Namen wie Sebastian Gramsch sind, also schon sehr hochkarätig. Die sind im Park. Wir werden neben diesen Formationen, die werden eine Weile spielen und dann brechen die ab und dann geht es mit Sessions weiter. Also die Musiker, die auf der Bühne sind, mischen sich mit denen, die draußen stehen. Ich habe jetzt das alles rausgeschickt und warte jetzt sozusagen, was sie untereinander verabreden. Und wenn sie nichts verabreden, schiebe ich die einfach wie im letzten Jahr auf die Bühne, dann suche ich mir die selber aus. Aber die können sich auch jetzt untereinander verabreden und überlegen, was wollen wir experimentell machen, wem möchte ich musikalisch begegnen. Das Ganze wird eingerahmt durch einen Bereich, den würde ich mal so mit Workshop- und Mitmachaktionen bezeichnen. Da macht eine Mörser-Zeichnerin, die Jensa Tora, die macht Manga-Zeichnen. Dann kommt aus Köln Tina Tonnagel, die lötet und bastelt so kleine Tonabnehmer-Sachen, wo man grafische Zeichnungen, und also, die man, kann man hörbar machen damit. Und dann kommt das, die offene Kindertagesstätte Eichenstraße und bietet auch noch was für Kinder an. Da wird also eine Mitmachecke geben und eine, ja soll man sagen, Info-Ecke, wo zum Beispiel die Wohnungsbau Mörs kommt dahin. Wir sind mit unserer Heidschnucken-Schaf-Initiative, da haben wir auch ein paar Schafe dabei. Dann gibt es die Hutut-Initiative aus Neukirchen-Flüen, wo die syrische Schneider Upcycling-Klamotten nähen. Da wird darüber informiert, also da ist eher so eine, da kann man sich hinsetzen, sich unterhalten und sich über Dinge informieren. Und dann gibt es eine Ecke, wo man essen kann. Das Café Vielfalt hier aus Mörs macht warmes Essen. Also es kommt eine Flüchtlingsinitiative, die aber auch aus sich heraus eine Gruppe haben, die kocht. Und unser Dodge, glaube ich, ist auch dabei. Also man kann Sandwiches und Getränke haben und kann sich dann, denke ich mal so ab 17 Uhr, wird dann warmes Essen zur Verfügung stehen. Und alles Füller. Das war der große Plan. Ja, danke, Rüdiger. Ja, Rüdiger macht das ja auch schon seit 2 Jahren jetzt mit uns, also jetzt im 3. Jahr und einfach eine großartige Arbeit, die quasi parallel zu dem Ganzen passiert, was wir uns insgesamt als Team ausdenken. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein kleines Team ist. Wir haben Jan Klare, der die Mörs Sessions, ich glaube, seit 2014 kuratiert und betreut. Auch wieder dieses Jahr 6 Sessions an verschiedenen Orten, komme ich glaube ich gleich noch drauf. Genau, also der, kurz wieder zurück zum Sonntag, da wird es dann abschließend noch das Konzert im Aktivbad geben, um 0 Uhr zur Geisterstunde mit unserem Improviser Emilio Godor, der zusammenspielt mit Toshimaru Nakamura, also das verspricht ein Gipfeltreffen zu werden. Klanglich, soundlich, unter Wasser, über Wasser und Emilios Lebensgefährtin, die ja mit hier quasi das Jahr verbringt, Lena Czerniewska, wird dazu live am Overhead-Projektor arbeiten. Das heißt, man wird also auch noch wahrscheinlich gegen die Decke projizieren und kann aus seiner Schwimmnudel dann noch visualisierte Elektronik genießen. Also das wird sehr, sehr speziell werden. So, dann
Ich bin noch beim MERS-Ticket. Ne? Kommen wir zum Montag. Und wie könnte es anders sein? Montag, MERS goes back to school. Das ist natürlich geografisch gemeint. Wir schließen das Festival quasi in der Halle ab. Mit Englisch um 19:30, glaube ich. Und gehen dann mit Rabatz, das erkläre ich auch noch, was das ist, Rabatz, zusammen in einer Begräbnis, Festivalbegräbnis, oder für dieses Jahr nur Begräbnisprozession, am Festivalgelände starten wir, gehen Richtung Schlosspark und gehen vorbei an den Schulen, am GfB, Gymnasium Federbenden und an der Musikschule, wo sehr, sehr schöne Konzerte stattfinden. Einmal das Projekt Composer Kids, damit haben wir letztes Jahr begonnen. Das war eine ganz fantastische Geschichte. 7 Einreichungen haben es letztes Jahr geschafft und wurden dann von einer Festival All-Star Band aufgeführt. Das werden wir auch dieses Jahr wieder tun. Dieses Jahr sind es die beiden Formationen aus hauptsächlich Frankreich, Ikuidoki und die Hochstapler, die Grundband bilden für das Projekt Composer Kids. Die werden also ein paar Tage in der Musikschule proben. Die Kinder zeigen den Profis, wie es geht, mit dem Zeigefinger nach oben und nicht umgekehrt. Und das wird dann eben aufgeführt. Und es wird am Montag ein Teaser in der Halle geben, also in der Festivalhalle. Und abends das Konzert um 18 Uhr in der Musikschule mit den Kompositionen der Kids. Das sind alles Kids aus der Region, ich sag mal von Kleve bis Düsseldorf, also alles Musikschulen aus der Ecke hier. Und dann haben wir ein Wiedersehen mit Jegor Zabelov aus Weißrussland, der 2017, viele werden sich erinnern, das Konzert zu dem chinesischen Stummfilm aus den, ich glaube, 30er Jahren, Sheng Fu, wenn ich mir übel, dass ich das nicht so gut aussprechen kann, Solo gespielt hat, und er wird im Aktivbad allerdings am Montag um 19:30 Uhr, nicht zur Geisterstunde, sonst ist er da alleine um 0 Uhr, wird er spielen. Aktivbad, Solokonzert von Jegor Zabelov. Und dann haben wir, das ist auch eine tolle Sache, die wir auch seit 3 Jahren machen, Zusammenarbeit mit der Werner-Richard-Karl-Dörken-Stiftung. Das heißt, es ist eine Stiftung, die sich um junge Jazz-Talente in Deutschland kümmert. Und wir nehmen jedes Jahr 1-2 Bands aus den preisgekrönten Bands aus dem Kontext dieser Stiftung und geben denen die Möglichkeit, auch in MERS zu spielen. Und das ist dann dieses Jahr das Jaroslav Likachev Quartett, 20 Uhr in der Musikschule. Und dann sicherlich einer der absoluten Höhepunkte auch des Festivals an sich, Colin Stetson Solo. Braucht man in MERS nicht mehr groß was zu sagen. Da muss ich erstmal Luft holen. Colin Stetson braucht keine Luft zu holen, offensichtlich. Er spielt einfach eine Stunde durch, Zirkularatmung, und spielt alleine in der Aula Federbenden. Damit aber nicht genug. Dann geht es weiter in den Schlosspark, wo dann ein besonderes Franco-Quadrophoniles Schlussevent uns alle erwartet. Und da lade ich wirklich alle, insbesondere die Mörserinnen und Mörser ein, teilzuhaben, mitzumachen und dieses Festival zusammen im Park bis 22 Uhr, letzter Ton, ne, Klaus? Die Colonie de Vacances, La Colonie de Vacances, das ist also wirklich 4 Bühnen und dazwischen steht das Publikum und es ist früher hieß es Quadrophonie, ein Event mit zwischen Minimal und auch tanzbar. Es wird natürlich nicht regnen, das kann ich auch jetzt schon sagen. Das ist ja klar. Oder? Hat da jemand andere Vorstellungen, dass es vielleicht in was Pfingsten regnet? Gut. So, das zum MERS-Ticket. Man hat wirklich die Möglichkeit, pro Tag eben für 15 Euro oder 7,50 Euro einen wirklich tiefen Einblick, einen Ausschnitt aus dem, was das MERS-Festival eigentlich ist, was es ausmacht, zu erwerben. Und vielleicht auch die Leute, die sonst sagen, ist ja toll, dass das Festival in MERS existiert, aber mit der Musik kann ich nichts anfangen. Also den Spruch, muss ich sagen, kann ich nicht mehr hören, weil bei 130 Programmpunkten, da kann man das nicht so pauschal sagen. Das ist okay in den 70ern und vielleicht noch Anfang der 80er, ne? Aber das
Das lassen wir nicht mehr gelten, Klaus Wolter. Also ich glaube, dazu ist das, was wir an Diversität oder an Breite einfach auch anbieten, zu groß, als dass man sagen kann, aber mit der Musik kann ich nichts anfangen. Deswegen ist es auch ein Appell an die Leute aus der Region. Und wenn es nur symbolisch ist, kauft dieses Nurse-Ticket, denn das ist ein bisschen eine Symbiose. Wir versuchen seit 2 Jahren sehr stark in der Stadt wieder präsent zu sein, das Festival in der Stadt erlebbar, im Park sichtbar zu machen. Das gehört immer dazu, wenn man, so wie meine große Tochter sagte, Papa, ich gehe zum Jazz. Und dann war gemeint, die geht da so zelten und feiern und grillen, aber ich kriege nichts mit von der Musik. Das waren ja einfach mal 2 Parallelfestivals. Und jetzt, glaube ich, hat die Generation, die vor 10 Jahren, 15 Jahren einfach sogar zum Feiern hingegangen ist, kapiert, Moment mal, das ist ja vielleicht doch auch ein Inhalt, den man sich anhören kann. Und das zeigt, glaube ich, was in den letzten beiden Jahren gelungen ist, dass wirklich eine jüngere Generation auch jetzt Zugang gefunden hat. Das versuchen wir natürlich auch über das Booking, über das Programm und über die Angebote so ein bisschen zu teasern. Also wir bedienen gerade 4 Generationen Publikum, was ein leichter Spagat ist. Okay, das war das MERS-Ticket, das Plädoyer für das MERS-Ticket. Was gibt es sonst noch in MERS an Schwerpunkten? Natürlich MERSifizieren wir weiter, das war das Schlagwort 2017. Wir wollen weiter viral in die kleinen Gassen, in die kleinen Läden, in den Einzelhandel, bis ins Büro des Bürgermeisters dringen wir vor und sind mit dem MERS Festival Sound präsent. Ich glaube, dieses Jahr sogar 3-mal, ne? Dreimal muss Christoph Fleischer aufschließen und wieder zuschließen und selber Getränke aushändigen. Also MERSify ist das Stichwort. Auch dieses Jahr gibt es wieder viele Konzerte von Weltklasse-Musikern, Solo-Gigs, Guerilla-Konzerte in der Buchhandlung, im Café, im Bürgermeisterbüro, oder auf dem Hans-Dieter-Hüsch-Platz, auf einem Annie-Piano-Mobil oder einem Annie-Free-Jazz-Mobil. Wir haben 2 Mobile, die die Stadt unsicher machen. Wir haben weiter die Bimmelbahn, den MERS, also das ist ja despektierlich, es ist der MERS Festival Express. Wir haben den sehr designt im ICE-Look, aber der hat 26 PS und lädt ein zur Entschleunigung. Und unvorhergesehene Stopps, Verspätungen und akustische Irritationen sind durchaus geplant und wir übernehmen die volle Verantwortung dafür. Den wird es auch wieder geben und für die Leute, die müde sind, hin und her zu laufen, das Ding bietet Platz für 24 Passagiere. Also man kann, glaube ich, im grob einstündigen oder eineinviertelstündigen Zirkular-Train von Festivaldorf durch den Park in die Stadt und wieder zurück gelangen und wird dabei sicherlich einiges erleben, was wir gar nicht planen können. So. Also unsere MERS mobile Flotte, MFE, das Festival Express, dann die Piano- und Free-Jazz-Mobile, dann haben wir den kleinen alten feuerroten Dodge, der unten hier vor der Tür steht. Der hat ja letztes Jahr auch schon für tolle Aktionen gesorgt, wo dann wirklich da oben drauf gespielt haben und auch Überraschungskonzerte gegeben haben. Das wird immer an den Schwerpunkten der MERS-Tag, also den geografischen Spots, stattfinden. Und wir haben das Multimedia-Bike der Uni Rhein-Waal, das Tech-Tool-Fahrrad, also ein Lastenfahrrad mit Autobatterie drauf und Beamer und irgendwelchen Tech-Tool-Tablets, wo dann nachts in die Bäume projiziert wird, das, was Leute live da zeichnen. Also auch Leute sind eingeladen, mitzumachen, interaktiv. Ganz tolles Ding. Schade, dass wir immer am Pfingsten sind. Man sieht es erst ab 22 Uhr, wenn es dunkel ist. Ne? So, das war die mobile Flotte. Wir werden das Festival deswegen nicht verlegen. Das macht der Klimawandel von selbst. Okay. MERSify habe ich gesagt. MERS mobile. Das Dorf. Ja, unser Dorf. Das Festivaldorf wird dieses Jahr bespielt. Immer im Wechsel mit dem Programm in der Halle. Auch da haben wir die Kritik uns angenommen. Das ist natürlich so, man musste sich entscheiden. Der Deutsche
möchte sich eigentlich nicht so gerne entscheiden. Er möchte, glaube ich, gerne alles fertig serviert haben. Das machen wir trotzdem nicht, aber wir bieten es jetzt zumindest an. Wir haben in der Halle ein Programm und immer im Wechsel gibt es draußen am Festivaldorf ein komplementierendes Programm. Und das sind, nicht tatsächlich auf meine Liste gucken, genauso Bands von Qualität und Weltrang wie in der Halle. Das Einzige ist, was wir draußen tun, wir schützen natürlich Künstler, die eigentlich eine sehr, sehr konzentrierte Atmosphäre bräuchten. Die lassen wir draußen nicht auftreten. Die sind wirklich in der Halle oder eben an solchen Spielorten wie jetzt hier oder im Schloss oder in den Kirchen. Da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Aber auch draußen am Festivaldorf werden Sie Bands aus Sao Paulo, aus Tokio, aus Frankreich, aus New York sehen. Jetzt weiß nicht, ob ich das jetzt en Detail, vielleicht kann ich so ein paar herausstechende Sachen benennen. Das Yazai-Kollektiv, habe ich eben schon gesagt, wird da spielen. Achso, da gibt es noch was ganz Tolles beim Festivaldorf, das darf ich nicht vergessen. Hayden Chisholm, unser Improviser 2015, der jetzt seinen Lebensmittelschwerpunkt, muss man sagen, in Belgrad hat, kehrt zurück mit einer ganzen Truppe Belgrader Musiker und kuratiert erstens einen Schwerpunkt Belgrad. Da gibt es also einen Programmpunkt mit dem Balkan Real Book, Hayden Chisholm und Damir Bacikin Quartett, die spielen draußen im Festivaldorf. Dann gibt es die DK Heroes, DK heißt Dorchol. Dorchol ist der alte Stadtteil von Belgrad, ein ehemaliges jüdisches Arbeiterviertel, was jetzt so ein bisschen wie Prenzlauer Berg vor 20 Jahren sich anfühlt, wenn man da ist. Also Geheimtipp übrigens, da muss man jetzt hinfahren, nach Belgrad, nach Dorchol und dann die Hinterhöfe, die kleinen Galerien, die kleinen Off-Theater und so weiter. Und Hayden ist natürlich wieder am Puls der Zeit und tut sich darum und bringt uns fantastische Musiker aus Belgrad mit. Aber auch eine 100-jährige Volksliedgeschichte, eigentlich Jugo, würde man sagen. Man darf ja heute nicht mehr Zigeuner, Gypsy und so weiter. Also man würde sagen, ehemalige fahrende Völker. Und er hat ein paar fantastische Musiker dabei. Ich war an einem Abend letztens vor Ort und die Leute sind hackestrack und klatschen alle 7/8 im Rhythmus. Das wäre hier undenkbar. Fantastisch. Sie werden also im Festivaldorf eine originale Kafana, also eine Kafana sind diese urigen Kneipen aus Belgrad oder auch in Serbien, Bosnien und so weiter. Das werden wir also auf dem Festivaldorf auch haben, wo wir ja sonst so PC und Upcycling und alles 1000 Angebote interaktiv und Streetfood und alles super, ne? So modern, wie alle das machen. Aber Hayden macht da eine kleine Unterwanderung, was ja eigentlich auch zum Mörs immer gehört. Und da wird man ungeplante Konzerte erleben, akustisch, nicht angemeldet. Haben wir jetzt alle nicht mitbekommen. Ne? Alles akustisch, also auch nicht laut, aber das sind Sachen, wo die Musiker von Tisch zu Tisch gehen und das, also näher kann man der Musik nicht sein. Das ist, kann man nur empfehlen. So, jetzt bin ich da ein bisschen abgeschweift. Also Hayden kehrt zurück, freue mich total drauf. Wird hier sicherlich 4 Tage omnipräsent sein. Jetzt bin ich raus. Questeldorf war ich. Questeldorf. Ich wollte so ein paar Highlights nennen. Genau. Kafana habe ich genannt, Hayden. Evan Karavetsch wird da sein mit White Sands. Das ist ein Trio aus Frankreich. Dann werden wir auch, habe ich eben schon gesagt, Brasilianer und Tokyota, Sao Paulanische und Tokyota Bands da haben. Aber auch nachts tanzbares Anton Eger, AE, großartige Fusion-Truppe. Die Hochstapler, dann Geheimtipp Barkosch. Barkosch ist ein französisches Duo, nur Bass und Schlagzeug und irgendwie ein bisschen Elektronik dabei. Das geht ab wie Pommes.
Es ist Sonntagabend auf dem Festivaldorf. Wir haben auch Kinderprogramm, das haben wir in den letzten Jahren auch gemacht. Also mittags, wenn die Kinder vom Mittagsschlaf wirklich auch wieder fit sind und nicht mehr so rote Liegestellen im Gesicht haben, dann kann man einfach kommen, 15, 16 Uhr. Sind die Weltentdecker mit dem Programm Spatzen schwatzen. Also auch das behalten wir bei und das Festivaldorf lädt ein, sich da als Erwachsener hinzusetzen, ein Ohr auf die Bühne, linke Ohr zum Spielmobil, wo die Kinder sich austoben können und einfach sein können und entdecken können. So. Ja, und dass man beim Mörs Festival auch eine steile Karriere hinlegen kann, beweist unser Praktikant aus 2017, Henning Vetter, der mit seiner Gruppe Jotagon am Montag das Festivaldorf eröffnen wird. Also der studiert inzwischen auch Musik und ja, bin ich total stolz, dass wir das auch wirklich so klasse fanden, dass er tatsächlich auf dem Dorfplatz die Bühne bespielen kann. So, das war das Festivaldorf. Vielleicht müsst ihr noch was sagen, was wir so an Märkten und an Ständen haben. Weißt du das, Klaus? Kann ich gerne, Tim. Ja, also eigentlich ändert sich sozusagen an der Struktur des Dorfes gar nicht viel. Es wird genauso kunterbunt sein wie in den letzten Jahren. Was ich aber sagen kann, heute schon, obwohl immer noch Nachmeldungen kommen, das Dorf wird ein Stückchen größer. Wir haben also locker 20 oder mehr Stände mehr als im letzten Jahr. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr vom Parkplatz klauen, was aber auch nicht ganz so schlimm ist, weil wir in diesem Jahr kein paralleles Hockey-Turnier auf dem MPV-Gelände haben. Insofern kommen wir da nicht in Platznöte. Aber es ist natürlich ein gutes Zeichen, dass das Konzept, das wir jetzt im dritten Jahr hier fahren, mit Norbert Knappen zusammen, der das auch dieses Jahr wieder plant, mit seinem Team, dass es gut ankommt und dass das Vertrauen der Händlerschaft auch wieder da ist, zu uns zu kommen. Von daher sind wir ganz froh, das ist natürlich für uns und für mich als Geschäftsführer auch wirtschaftlich interessant natürlich, aber sicherlich auch steigert das nochmal die Attraktivität des Dorfes insgesamt, neben dem Ganzen, was Tim gesagt hat, zum kulturellen Angebot, was genauso fantastisch ist wie in den letzten Jahren oder noch besser. Insofern sind wir da ganz zuversichtlich. Ja, ich muss mich auch mal loben. Ne? Ja, insofern sind wir ganz froh und zuversichtlich, dass das wunderbar funktioniert. Wenn das Wetter halbwegs mitspielt, kann es einfach nur gut werden. 26 Jahre. Also wie viel sind es gesagt? Gott, ich habe es ja mit Zahlen als Geschäftsführer. Also sind 80 plus. Wir kommen also bald in die Regionen, wie es früher mal im Park war. Müssen wir aufpassen, dass uns das nicht explodiert, ne? Die Geschichte. Ich möchte mich mal bedanken, einfach bei Mörs und bei allen Institutionen und bei allen kulturellen Orten und auch sonstigen Orten, die uns die Tür öffnen, die mit uns Kooperationen machen, die es ermöglichen, dass Bands aus aller Welt zusammengewürfelte Frankenstein-Truppen, also wir haben ja immer diese Mörs-Labor-Idee, ja? Also man guckt, der da aus Tokio mit dem aus Sao Paulo und dem Ami aus Detroit, die könnten ja zusammenpassen. Dann frage ich die alle und dann sagen die ja und die wissen dann gar nicht, was dann kommt. Dann sagen wir halt, okay, wir gehen in den Proberaum 3-4 Tage und das ist in Mörs halt möglich. Wir haben also mit Räumen wie dem Bollwerk, der Röhre oder Sebastian, hilf mir, Schlosstheater, genau, einfach Möglichkeiten, dass wir diese Laborsituation überhaupt schaffen können, dass die Leute wirklich 3-4 Tage in Mörs zusammenkommen, um dann hier zu proben und etwas, also wirklich eine Menge an Weltpremieren auf die Bühne hier in Mörs zu bringen. Das ist für so eine 104.000 Einwohnerstadt, 4 oder 3, bin ich sicher. Ziemlich großartig, dass ich glaube, dass nicht so viele Städte solche Möglichkeiten haben. Und ja, dafür möchte ich mich einfach mal bedanken und auch für die Bereitschaft, das an diesen ganzen Spielorten, wie jetzt eben hier im Schloss, im Schlosstheater, aber auch, dass die Kulturzentren, die Kneipen sagen, ja sicher, was braucht ihr von uns, wie können wir euch helfen? Da hat sich was getan
Und das ist für uns ganz toll zu erleben, ne, dass wir einfach das möglich machen können und auch diesen Projekten einfach, also diese Projekte wahr werden lassen können, die wir ja immer großspurig bei den Fördergebern beantragen und dann werden die möglich gemacht. Und was wäre denn, wenn wir jetzt keine Räume hätten? Dann würde das alles gar nicht stattfinden. Also das ist toll und ja, dafür kann ich mich bedanken. Die Merce Sessions, genau. Die Merce Sessions werden weiter von Jan Klare kuratiert. So, wir haben die Merce Sessions finden wie gehabt in den letzten beiden Jahren an verschiedenen Orten statt. Allerdings haben wir, weil es doch ein paar Irritationen gab und ein paar weite Wege gesagt, die Nachtsessions finden jetzt dieses Jahr alle in der Musikschule statt. Das heißt, Freitag, Samstag, Sonntag sind die, ich stehe da gar nicht drauf, Merce Sessions immer nachts um 1 Uhr für die ganz hartgesottenen, die absolut ohne Schlaf rauskommen. Können also um 1 Uhr nachts in die Musikschule gehen und die von Jan Klare kuratierten Merce Sessions besuchen. Die Merce Sessions sind die ehemaligen Morning Sessions. Das ist vielleicht wirklich der Kern oder das, was der Idee von 1972 immer noch am nächsten kommt. Man springt ins kalte Wasser, man stellt sich auf die Bühne und guckt und hört aufeinander und ist ohne doppelten Boden unterwegs. Und das ist, glaube ich, das, was auch eine eigene Fangemeinde schon generiert hat. Ja, das haben wir letztes Jahr auch auf der Hauptbühne gemacht. Dieses Jahr machen wir es nachts in der Musikschule und morgens. Und das ist auch wieder eine schöne Rückkehr. Am Samstagmorgen sind wir, Sebastian, im Schlosshof. Im Schlosshof, genau. Und ja, das 11 Uhr morgens, Schlosshof, also für die, die dann ausgeschlafen schon wieder sind. Im Schlosshof die zweite Merce Session und am Sonntagmorgen. Sonntag und Montag im Schlosspark. Genau, sind wir im Park. Auf der Bühne, die jetzt die Rüdiger eben anmoderiert hat und die auch am Montag noch steht. Also es ist die so eine Art Mischung aus dem, was wir letztes Jahr im Freizeitpark gemacht haben. Also wir haben dieses Jahr eine größere Bühne im neuen Teil des alten Schlossparks stehen am Sonntag und Montag und da finden dann morgens die Sessions statt. Falls es was absolut unwahrscheinlich ist, doch regnen sollte, werden wir über unsere App und über die Homepage natürlich Ausweichspielorte bekannt geben, die wir natürlich alle dank der Mörser-Unterstützung und der vielen Möglichkeiten schon parat haben. So, ich glaube, ich habe ganz viel gesagt. Erwähnst du noch, dass man als Volunteer noch mitarbeiten kann? Ja, also wer sich besonders geeignet fühlt, und den höchsten Qualitätsansprüchen genügt, darf sich noch als Volunteer bewerben. Spaß beiseite, wir können auch eine Menge Volunteers gebrauchen. Bei den vielen Spielorten, bei dem großen Programm, bei den vielen Einzelbetreuungen, bei den vielen kleinen Dingen, die zu tun sind, freuen wir uns über jede helfende Hand und auch jeden, der einfach sagt, ich bringe mich auf die oder die oder die Art mit ein. Wenn es nur temporär ist, gerne. Also bitte bewerben beim Festivalbüro oder einfach melden oder vorbeikommen. Ostring 9, wir sitzen da den ganzen Tag und warten, dass endlich Pfingsten wird. Habe ich noch was vergessen zu sagen? Die Discussions vielleicht. Oh ja, Discussions, da haben wir auch 2017 mit begonnen. Wir haben ja gesagt, wir wollen nicht einfach nur sagen, das ist unser schönes Festival, das machen wir jetzt einfach jedes Jahr und 4 Tage schöne Musik, tolle Leute treffen, Bierchen trinken, sich auf die Schulter klopfen und sagen, schön war's, bis zum nächsten Jahr. Nee, da steckt ja mal was hinter. 1972 haben sich die Macher irgendwas dabei gedacht, die waren, ich habe mit Peter Brötzmann letztes Jahr gesprochen, die waren so naiv, haben wirklich gesagt, wir 68er wollen die Welt verändern. Wenn ich heute sowas sagen würde, würde man als Verschwörungstheoretiker oder Spinner abgestempelt werden, das ist ja irgendwie klar. Wir wollen aber schon was den Leuten mitgeben. Wir wollen, dass die Leute nicht nur einen Tag über das Merce Festival nachdenken, sondern vielleicht den halben Sommer
noch davon schwärmen und auch mal ein paar Sachen reflektieren, die sie in den 4 Tagen erlebt haben. Das wird sicherlich sich einstellen, wenn man an verschiedenen Spielorten gewesen ist und auch vielleicht die theatralere Inszenierung in der Halle und des Drumherums erlebt hat und durchlebt hat. Und wenn man vielleicht auch mit verschiedenen Leuten zusammen war und man hat verschiedene Wege am Tag beschritten, dann werden die Leute verschiedene Perspektiven eingenommen haben. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Und wenn man dann vielleicht darüber diskutiert und sagt, das fand ich super, das fand ich aber ganz schrecklich, dann sind wir da, was Moers eigentlich immer, das Moers-Festival immer, ich sage immer nur noch Moers, gesagt hat und eigentlich transportiert hat. Und da schließe ich wieder von mir selbst jetzt auch, das möchte ich gerne den Leuten jetzt kommen, auch so weitergeben. Ich bin einfach damals immer hin, Klaus wahrscheinlich auch, in den 80ern, das war so unsere Coming-in-Zeit. Man ist so rein und hat dann gedacht, ah, da kenne ich einen von der Band, das muss super sein, da war es Horror. Ja? Und dann kam eine andere Band und die fand man super, man wusste gar nichts. Und das, dieses Erlebnis, dieses Entdecken, dieses Offensein für etwas, was man nicht im Fernsehen, was man nicht im Mainstream, was man nicht irgendwie in Massenmedien bekommt, das kann nur Moers, das gibt es nur hier. Und da, glaube ich, müssen wir einfach als Moerser, also Moerserin und Moerser, drauf stolz sein. Püsch würde gesagt haben, als Moerserin, Klammer auf, und auch die Männlichen, Klammer zu. So, und das finde ich, ist ganz wichtig, dass wir uns in Moers bewusst sind, was wir für ein tolles Festival haben. Ich vergesse das auch immer, ich komme dann ja viel rum. Wir waren jetzt letztens in Sao Paulo, wir waren in Tokio, New York und so weiter. Und dann wird man da immer wie auf so einem Schild bei Asterix so hochgehoben und fühlt sich 3 Köpfe größer. Und dann kommt man hier wieder an und denkt, wow, ich bin stolz, hier ein Moerser zu sein. Aber eigentlich wissen das hier ganz wenige Leute. Also wissen es auch vielleicht zu schätzen. Und da möchte ich für werben und einladen, das Moers-Ticket zu kaufen und einfach zu kommen. Nachts in den Kneipen die Musiker zu treffen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dass wenn sich da was einstellt, dann haben wir einfach eine ganz tolle Zeit am Pfingsten. Ich wollte was zu den Discussions sagen. Ne? Da habe ich gut abgelenkt. Ja, da kann ich was Tolles sagen. Also wir haben das 2017 begonnen. Das waren erstmal so ein paar Musikergespräche. Wie sind die Blicke auf das Festival? Das haben wir 2018 ein bisschen weiterentwickelt mit ein paar kulturpolitischen und Sprechern und anderen Festivalmachern, Künstlern, Musikern. Und dieses Jahr haben wir eine ganz tolle Discussion, mit der es direkt losgeht, nämlich um 19.45 Uhr im Foyer der Musikschule am Freitagabend wird die Kultusministerin des Landes NRW, Frau Isabel Pfeiffer-Pönsken, zusammen diskutieren mit Günther Baby Sommer, also Free Jazz Urgestein, damals DDR aus Halle. Ja. 80er Jahre hat Burkhard Hendy zum ersten Mal über die Grenze geholt, noch weit bevor Marius und Westernhagen alle in die andere Richtung durften, war hier schon DDR Free Jazz zu hören. Also sie wird diskutieren mit Günther Baby Sommer, aber auch mit Louis Rastig, das ist der Macher des Alarm Festival in Berlin. Also eigentlich ein verwandtes Festival, natürlich nicht so gut wie Moers, aber ein tolles Festival in Berlin. Ist so eine kleine Stadt, ein bisschen weiter östlich. Und dabei sein wird eine junge Musikerin aus Österreich von der Formation Schaftlohn. Die spielen am Samstag in der Halle. War, glaube ich, bei Redaktionsschluss noch nicht klar, wer von den vielen weiblichen Mitgliedern dieser Band es sein wird. Die sprechen das noch demokratisch ab. Dann wird es eine Discussion geben mit, es gibt ein Zwiegespräch mit Hayden Chisholm und Professor Michael Schönhut, das ist ein Ethnologe. Die beiden werden vermutlich im Schloss, ich weiß noch nicht genau an welchem Ort, diskutieren über den Heimatbegriff. Also Hayden ist natürlich ein sehr weit gereister Musiker mit, würde man sagen, ethnologischem Blick. Und Michael Schönhut ist ein Ethnologe mit sehr musikalischem Gepäck im Koffer. Und das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Zwiegespräch. Dann gibt es eine weitere Discussion mit Schülern des Gymnasiums Wilder Benden zum Thema Plakatmotiv.
Mal gucken, wen wir noch dazu bekommen, Zeitzeugen und Beobachter des Mörs Festivals. Also welche Bildsprachen wurden in den fast 5 Dekaden bemüht, benutzt und ja, was hat man eigentlich auch da erwartet, wenn man die Plakate gesehen hat vom Mörs Festival? Also wir haben einen Plakatwettbewerb mit dem Kunstkurs des GfB. Die Schülerinnen und Schüler dieses Kunstkurses arbeiten jetzt gerade mit dem Motiv unseres Plakats und werden daraus Variationen, Abwandlungen und eigene Interpretationen, eigene Arbeiten machen. Die werden auch demnächst auf den Litfaßsäulen in Mörs noch gehängt und natürlich auch im Festivalgelände ausgestellt. Also finde ich ganz toll, dass wir da auch junge Leute direkt erreichen und dass wir die einfach dann mit denen diskutieren können. Und vielleicht haben die auch noch viel bessere Ideen als wir, was man mit dem Mörs Festival machen kann. Discussions. Genau. Jetzt habe ich das. Jetzt bin ich auf. Wir müssen auch auf die Uhr gucken. 7 Uhr. Ja. Jetzt kann man die Band ansagen. Okay. Ich frage jetzt in die Runde, gibt es noch Fragen zum diesjährigen... habe ich vergessen. Danke, Karl. Was ist das denn für eine blöde Frage? Nein, Rabatz ist ein Ableger von The Dorf, dem Ruhrgebietskollektiv. Und ist eine, wie würde ich mal sagen, die futuristische Version einer Marching Band. Ich glaube, es sind 8 oder 9 Musiker, die in der Innenstadt ordentlich Rabatz machen, im Park, aber auch im Festivalgelände. Und sich wahrscheinlich immer wieder treffen mit der mobilen Flotte des Mörs Festival. Das ist Rabatz, genau. Weitere Fragen? Also die Frage, ob die Einzelhändler weiter begeistert sind und sich weiter diversifizieren lassen. Es sind, glaube ich, noch genauso viele. Wir haben es selber ein bisschen begrenzt, weil wir tatsächlich nicht wollten, dass es zu beliebig wird. Also wenn wir jetzt zu viele kleine Spielorte hätten, heißt das für uns, wir investieren immer noch sehr in dieses Mersify-Projekt. Das heißt, für uns ist es so, wir überreden die Musiker, bleibt doch noch einen Tag, wir geben euch eine kleine Garage und Hotel und dann am nächsten Tag fahren wir euch mit Schlagzeug in die Buchhandlung sowieso. Das ist für uns schon ein logistischer großer Aufwand, aber wir finden das extrem wichtig, dass das passiert. Wir können es nur nicht in einer Quantität machen, die wir nicht mehr handeln können. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, ich habe eine Liste hier vorliegen, also hier Roland Schwan nebenan ist neu dazugekommen, der war letztes Jahr auch schon dabei, aber ich habe es nicht gezählt, vielleicht weißt du es, Sebastian, ich glaube, es sind wieder 12, 13, 14 um den Dreh. Mersify-Aktionen. Und ich glaube, das ist auch das, was es im Moment verträgt. Wir würden uns freuen, wenn auch weitere Einzelhändler und kleine Unterstützer sagen, wir sind dabei. Muss ja nicht immer ein Konzert sein, sondern vielleicht auch... Gibt es auch noch andere kreative Ideen, wie man sich einbringen kann? Da sind wir offen. Nur wir nehmen uns ja selbst das Publikum weg, das wir sowieso ohnehin schon fordern, mit den Entscheidungen an die Spielorte in der Stadt, im Park, auf dem Gelände, in der Halle zu gehen und so weiter. Weitere Fragen? Ist das ein Campen? Genau, das Campen, da gebe ich an Klaus. Ich bin ganz schlecht. Ein bisschen schlechter Camper, ja. Ja klar, gecampt wird wieder in Solimare. Wir werden vermutlich, wenn wir es irgendwie hinkriegen, eine ruhigere Zone und eine lautere Zone einrichten. Das war auch eine Anregung aus den letzten beiden Jahren, aus dem letzten Jahr insbesondere. Mal gucken, ob wir die Trennung so wirklich hinkriegen. Das ist ein Modell, das schon zu Zeiten des Freizeitparkes ja gefahren wurde, weil doch das, was der Tim da bietet, so stressig ist, dass die Leute dann auch wirklich ihre Ruhe brauchen, aber eben auch nicht alle. Aber sonst ändert sich an dem Konzept nichts. Wir werden noch weiter, wie im letzten Jahr, was glaube ich super funktioniert hat, das Solimare vorne öffnen, sodass auch die Spielmöglichkeiten da genutzt werden können. Das ist im letzten Jahr super angenommen worden.
also insgesamt auch die Öffnung in den Bereich rein, damit man auch mal wieder sieht, dass Camperinnen und Camper da sind. Also wir haben auch im letzten Jahr festgestellt, dass das zunehmend angenommen wurde, das Campen. Wir haben viele, viele Zelte und viele Leute, die diese Übernachtungsmöglichkeit auch dann angenommen haben. Weitere Fragen? Weitere Fragen? Ja, schnell. So, meinst du? Ja, wenn keine Fragen mehr Ihrerseits da sind, dann möchte ich mich bedanken, dass Sie da waren. Sie können jetzt gerne die nächste Gruppe sehen. Sie hat schon hinter uns aufgebaut. Sie werden gleich spielen. Nein, ohne mich. Und wir haben alle gehört, es wird schönes Wetter geben, ganz viel Musik in 4 Tagen. Und ich denke, Tim Isford wird nach den 4 Tagen urlaubsreif sein, und vorher eben nicht, und wird aktiv dieses Festival darstellen. Und alle anderen werden sich im Team bemühen, Ihnen, den Musikern und den Besuchern gerecht zu werden. Und ich denke auch, wir sollten auch mal dem Team einen großen Dank aussprechen. Die sind aktiv beschäftigt heute hier, aber auch während der ganzen Tage. Und ich hoffe, dass es wie beim letzten Mal so fantastisch klappen wird. Und da nochmal ein Dankeschön von uns allen, glaube ich. Eine Sache, eine Bitte an die Mörserinnen und Mörser, an Mörs. Es sitzen Scharen, also wir arbeiten ja analog, also wir, auch alle Flyer werden von Hand hergestellt mit Letraset, die Jüngeren werden sich auch daran erinnern. Alles in Handarbeit, die gibt es im Ostring, wir freuen uns über jeden, der einfach auch ein bisschen Flyer bei sich auslegen hat, verteilt, irgendwie Multiplikator ist, Plakate ohne Ende in allen Sprachen und Formaten. Genau, also einfach die Bitte, liebe Mörser, unterstützt uns, wir freuen uns darüber. Dankeschön. Wir machen, glaube ich, jetzt eine kurze Getränkepause, räumen den Tisch hier weg und dann geht es weiter mit Space Pilot, die 2017 schon in der Halle waren, damals mal mit Caroline Vogt zusammen. Und ja, freuen uns, wenn die eine und der andere bleiben und mit uns das Konzert genießen. Vielen Dank. Say goodbye.